Bund, Länder und Kommunen haben mit der Wohnraumoffensive, die auf dem großen Wohngipfel bei der Bundeskanzlerin im Kanzleramt im September festgehalten worden ist, ein umfassendes Maßnahmenbündel zur Stärkung des Wohnungsneubaus und zur Sicherung bezahlbaren Wohnens auf den Tisch gelegt. Und ich will an der Stelle sagen, dass ich ausdrücklich auch so im Vorfeld der Bauministerkonferenz am Freitag Hoffnung habe, dass das auch die Länder so ernst meinen wie wir auch und die Kommunen auch. Will sagen, dass jetzt aktuell zwei größere wohnungspolitische Vorhaben im Bundesrat liegen und hängen. Zum einen das Thema Grundgesetzänderung, wo wir ja ein Beiboot der vielen Grundgesetzänderungen sind, aber zum anderen auch unser Gesetzentwurf im Bundestag beschlossen zum Thema Sonderabschreibung für frei finanzierten Mietwohnungsbau. Das ist natürlich keine schöne Sache und da sollten die Länder schnellstmöglich handeln. Wir haben uns in dieser Legislaturperiode bundesseitig allein mit sozialem Wohnungsbau, Baukindergeld, Wohngeld und der auf Rekordniveau fortgeführten Städtebauförderung mehr als 13 Milliarden Euro in dem Bereich Bau und Wohnen vorgenommen. Die Gutachter argumentieren gleichwohl zu Recht, dass alle Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaus wenig nützen, wenn der erfolgreiche Baugrund, das erforderliche Bauland, nicht zur Verfügung steht und oder die Bauwirtschaft zu ausgelastet ist. Deswegen ist ein elementarer Teil unserer Wohnraumoffensive auch Maßnahmen zur Baulandmobilisierung. Seit einigen Monaten tagt die Regierungskommission dazu, die einschlägige, die ursprünglich mal als Enquete-Kommission im Koalitionsvertrag angelegt worden ist. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Spitzen der Koalitionsparteien seinerzeit schnell die Entscheidung getroffen haben, daraus eine Regierungskommission zu machen, weil Enquete-Kommissionen tagen ja üblicherweise breit und lang und damit wäre diese Legislatur nichts geworden mit Vorschlägen. So tagt die Kommission jetzt hintereinander weg und wir wollen vor dem Sommer entsprechende Vorschläge vorlegen, abgestimmt mit Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden und natürlich den einschlägigen Verbänden und unter anderem eine größere Baugesetzbuchnovelle bundesseitig auf den Weg bringen. Allerdings sind eben auch hier mindestens gleichermaßen die Länder gefragt, Stichwort Vereinheitlichung der Bauordnungen und dergleichen mehr. Und das Thema Auslastung der Bauwirtschaft, was dann auch einen direkten Weg zum Thema Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung in diesem Bereich hat, steht auch auf unserer Agenda. Wir wollen die Wohngipfelbeschlüsse zügig gemeinsam mit Ländern und Kommunen umsetzen und das Ganze im engen Schulterschluss mit den Unternehmen der Immobilien- und Baubranche tun. Die Rahmenbedingungen für Wohnungsbau waren, glaube ich, lange nicht so günstig wie heute. Wenn wir noch ein bisschen an den politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen schrauben, werden sie noch ein Stück günstiger. Wir sind sehr zuversichtlich, weil wir diese Frage ja in den letzten Tagen schon das eine oder andere Mal häufiger gestellt bekommen, dass wir die Früchte dieser Arbeit in den nächsten Frühjahrsgutachten dann auch sehen und die im Koalitionsvertrag gestellten Ziele auch erreichen können.